Hallo, hier ist wieder eure Hanni und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender für eBay. Ich habe wieder einen Adventskalender für eBay befüllt und zwar den von L'Oréal, wo man wirklich hier Luxusmarken drin hat, ne? Und wirklich, also wirklich toll. Und den habe ich schon Box, ne? Das wird dann hier oben im i durchlaufen, ne? Könnt ihr mal gucken. Das war mit einer der besten Kalender, die ich unboxed habe. Ich habe jetzt wieder einen befüllt für eBay. Wieder Startpreis ist 1 Euro, ne? Lasse ich auch bloß wieder 7 Tage drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei dem anderen Kalender auch gesagt habe. Ich lasse ihn bloß wieder 7 Tage drin, weil es geht ja dann so langsam los mit Adventskalender öffnen, ne? Und deswegen 10 Tage sind denn zu lang. Und ein Teil von dem Kalender ist hier drin geblieben. Ein Teil ist neu befüllt. Ja, und ich habe das so gelassen, den könnt ihr auch aufstellen. Ne? Also, ja, wie gesagt, ne? Den könnt ihr aufstellen. Ich habe das so, ich lehne das hier so gegen, weil hier sind zwischen den Boxen sind hier so, wie soll ich sagen, so eine Platten drin, dass die Boxen nicht verrutschen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Bin jetzt nicht aufs Wort gekommen. Und der ist auch, ihr seht, ne? Also man muss die Zahlen nicht suchen. Das ist halt, ja, ne? Ja, ist halt so, ne? Gleich nebeneinander alles. Und ich würde sagen, wir schauen dann mal rein, was ich so reingepackt habe. Ich weiß das wirklich immer nicht mehr, Leute. Also, ich vergesse das immer. In der 1. Ja, okay. Von Polar eine Lippenpflege, ne? Eine Lippenpflege als Tube. Das war mal irgendwann mal in der Pinkbox, glaube ich, mal drin. Ja, und ich habe genug Lippenpflegeprodukte. Ja, und dadurch, dass ich eh kein Polar-Fan bin, das ist auch ein richtig teures Produkt. Schon das alleine kostet, glaube ich, viel Geld. Ja, und da hat man es eine Originalgröße. Und hier hat man, steht das oben, wie viel Gramm sind hier drin? Ich weiß es nicht, Leute. Das steht hier einfach nicht oben. Genau. Es ist aber. Naja, nee, das ist, glaube ich, weil hier steht Not for Resale, steht hier oben. Not for Resale. Ja, auf jeden Fall ist es eine relativ große Tube, damit kommt man auch eine Weile mit hin, ne? Ist ja jetzt nicht so. Ja, hier ist auch wieder gesunde, bunte Mischung drin. Make-up und Pflegeprodukte, ne? Aber alles halt nur Markenprodukte. Ich glaube, No-Name-Produkte habe ich, glaube ich, bin mir jetzt nicht so sicher. Naja, vielleicht mal so ein oder zwei. Dann habe ich hier drinne von Ritual of Ayurveda, eine Handcreme, eine kleine Tube, ne? Handcreme hat man 20 Milliliter, eine kleine Handcreme. Ich liebe diesen Duft von Rituals Ayurveda. Ich habe ja einen Duschschaum da, oh, ein Duschgelschaum, was auch immer das ist. Das ist auch so toll. Aber ich habe ja den Rituals Adventskalender und da habe ich ja, glaube ich, eine Handcreme. Kopf. Eine Hair Therapy Xellium, weiß ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Taming Shampoo, ein Shampoo, ne? Ein Shampoo für sprödes, reifes, genau, Haar. Genau. Ist für sprödes, reifes Haar. Soll ein bisschen reparierend sein. Ja, ne? Habt ihr einfach mal ein Shampoo mit drin, weil Shampoo habe ich genug, habe ich mehr wie genug und deswegen dachte ich, so wird das mal weiter wandern. Ich weiß gar nicht, wo ich das her. Leider, ja, die ist groß, aber ich habe das sonst nie anders reinbekommen. Hat doch, No-Name-Produkte sind auch ein bisschen dabei. Ja, habe ich einmal von Shopping Queen, habe ich nämlich den Shopping Queen Adventskalender unboxed. Ich weiß bloß noch nicht, wann das Unboxing hochgeladen wird. Wahrscheinlich erst nach dem hier irgendwann. War ein Augenbrauenstift drinne, ne? Das ist so also ein dunkles Braun. Es ist eine Originalgröße. Ne? Ist das ein kleiner? Naja, mittlerer. Ja. Und dazu, zu die Augenbrauen, einmal diesen Spuli hier, ne? Zum Stylen und dieses Augenbrauen-Gedöns hier, Pinselchen. Ja, ich dachte, das passt halt so zusammen. Ne? Dann kann man das zusammen in Kombination nehmen. Dachte ich so. Passt das ja. Woanders hätte ich das wirklich nicht reingekriegt. Ne? Also deswegen dachte ich, dann muss das jetzt hier so mit rein. So, dann in der 5
Und ihr seht, ich mache halt auch, wo andere das als Füllmaterial benutzen, mache ich das halt so und mache halt dafür dann zwei Produkte rein, ne? Dass er nicht immer so ganz so trostlos ist, wenn man die Schächtelchen aufmacht. Und dann hat man da nur in so einer großen Schachtel jetzt so einen Augenbrauenstift drin oder so ein Spu so eine Wimper, so eine Augenbrauen Spuli, das ist doof. Ne? In der 5 haben wir richtig gutes Produkt von Alessandro Nail Polish. Die Farbe Red Carpet, ein roter, schöner Nagellack. Ist auch ein relativ, naja, 5 Milliliter. Ne? Die sind gut, Leute. Die Nagellacke, die halten wirklich gut und die halten lange. Ne? Dachte ich so, das packe ich dann mal einen Tag von Nikolausi rein. Könnt ihr euch ja pünktlich zum Nikolausi, könnt ihr denn euch die Nägel rot lackieren? Jetzt kommen wir zum Nikolaus. Ja, da sind zwei Sachen drin. Einmal diese Sneakersocken. Ich dachte, das passt halt, ne? Socken passen halt zum Nikolaus. Diese Sneakersocken und von meinem Socken-Adventskalender, den ich unboxed habe. Da wird das, ich könnte mal gucken, läuft hier oben durch im i. Und von C. Giorgio Armani, dieses C-Parfüm, ne? Genau, das ist nicht mein Duft. Erstens ist es nicht mein Duft und ich finde die Verpackung hässlich. So, das, ja, ne? Ich weiß immer nicht, was das darstellen soll, aber ich find die Verpackung irgendwie hässlich und das ist leider nicht mein Duft, aber ein anderer freut sich drüber, ne? Dass er den hat. Und das ist halt 7 Milliliter. Das dachte ich so, das passt doch so schön zum Nikolaus und dann wickel ich das hier so in die Socke. Muss mal meine Beine wieder lang machen. Habe übrigens schon aus dem Socken-Adventskalender das hier, guck mal. Ne, was steht da oben? Bring mir bitte heiße. So, wer bringt mir jetzt heiße Schokolade von euch? Ihr habt Schwein gehabt. Ich trinke nicht so gerne heiße Schokolade. Ja, bin da nicht so für. Dann trinke ich lieber einen Cappuccino. Das ist mehr so meins. Ne? Ja. Genau, ne? So, ja, die Socken sind übrigens ganz, natürlich fusseln die ganz schön, ne? Das, kennt ihr das, wenn ihr neue Socken anhabt, dass die ganz schön fusseln? Schreibt mir das mal in den Kommentaren. Ja, die fusseln ganz schön auch. Ja, muss man mehrmals waschen. Von dem Shopping Queen Adventskalender war jetzt mal so nur nebenbei gesagt, ne? Von dem Shopping Queen Adventskalender ist hier eine Lidschattenpalette mit drinne. Ich mache euch die mal auf. Und da habt ihr richtig schöne, so Schimmer, ne? Seht ihr, so Schimmertöne sind hier mit drin. Ihr seht, wie das glitzert, ne? Ja, sowas habe ich nun schon so oft wie mehrmals da. Eine kriegt ja meine Mutti in ihrem Kalender mit rein. Die hat so Brauntöne und hier so für den Smoky Eye Look, ne? Eine Lidschattenpalette von Shopping Queen. Adventskalender, der wird wahrscheinlich, weiß noch nicht, wann ich den hochladen werde. Ich muss erstmal die hier hochladen, weil das hier mit eBay ein bisschen wichtiger ist. Na? Das muss ich ja dann auch noch bei eBay denn. In der 7, nee, Quatsch, 8, hoch. In der 8 haben wir von Kiehl's Cannabis Herbal Concentrate. Ein Cannabis Concentrate. Es ist eine Probegröße. Ich lasse das mal zu und das sieht halt, ich zeige euch das mal, so sieht es aus, ne? Es ist halt so mit so einer, ja, mit so einer Pipette. Kriege ich das jetzt trotzdem? Ich zeige euch das trotzdem. So sieht es aus, ne? So. Und das soll, ne? Und da habt ihr hier so eine Pipette. Oh, das riecht sehr kräuterig. Oh, so riecht also Cannabis. Naja, das ist so für sensible Haut, soll das wohl sein. Ne? Wenn man jetzt so Rötung hat im Gesicht, habe ich nicht. Ich habe ja sowas nicht. Soll man das denn wohl nehmen? Das soll wohl ganz gut sein. Ne? Aber wie so hautberuhigend sein. Das habe ich in Erinnerung. Echtes Hanfsamenöl, pflanzliches Konzentrat. Ja, hier steht nicht oben, wofür es ist, aber ich weiß,
Das ist so für Rötung und wenn man so sensible Haut hat, soll das so kaschieren. Ne? Wie gesagt, ich brauche das jetzt nicht. Ich habe keine Rötung. 9 habe ich euch reingepackt. Den Balm Stamp. Ein rosaner Lippenstift ist das. Naja, Farbe Pink E127. Steht hier Pink E127. Na, der ist noch eingeschweißt, der ist noch zu. Ich kann den auch nicht aufmachen hier, geht nicht. Der ist, wie gesagt, brauche ich nicht, habe ich da. Ich habe rosane, pinke Lippenstifte da. So oft mache ich mir den nicht hoch, benutze ich den nicht. Und deswegen dachte ich so, mache ich den hier mit rein. Der war, glaube ich, in dem Flaconi Adventskalender, ne? Genau. Der übrigens auch sehr toll war und der, andersrum. Und der steht bei mir und den mache ich trotzdem jeden Tag auf. Ich habe mir aber ein bisschen was anderes reingefüllt. Ja, ne, weil ich, wie gesagt, das jetzt nicht so gebraucht habe. In der 10 steht zwar Armani oben, aber es ist nicht Armani drin, glaube ich. Habe ich eingepackt. Uiuiui. Und, Entschuldigung. Ach ja, das von Kiehl's. Es war hier in dem L'Oreal-Kalender drin, ne? Also das ist ein Produkt von dem L'Oreal-Kalender. Habe ich reingepackt, ein Duschgel mit Zitrusessenz. Das ist so dieses Duschgel, was reinige Duschmilch, das ist Duschmilch, was so nach Zitrone riecht. Ich habe es ja ausprobiert, als ich den ausgepackt habe, den Kalender. Ja, ist okay, aber wisst ihr, ich habe genug Duschgele. Und ach, ich dachte, nee, das, so begeistert war ich doch jetzt nicht unbedingt davon, obwohl es vielleicht sehr hautfreundlich ist, aber vielleicht freut sich jemand anderes darüber. Genau, ein Produkt von dem Kalender, ne, weiß ich nicht, hatte ich schon andere gehabt? Nee, das war jetzt, glaube ich, das erste. Nee, das C. Armani, genau, was in der 6 drin war, das war hier nämlich, war das hier in dem hier mit drin? Leute, ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss mal schnell von den Kalender dazu. Und da seht ihr, ne, Beweis, dass das drin war. Und halt das von Kiehl's, ne? Genau. Ja, ich muss jetzt nämlich noch mal gucken, weil ich kann mir auch nie alles merken. Ja, das war hier mit drin. Dann hatten wir, was haben wir jetzt da aufgemacht? Was haben wir denn jetzt da aufgemacht? Die 10? Ne, die 10 hatten wir gerade. Aha. Von dem Grace Cole Adventskalender habe ich hier diese Seife reingepackt. Eine Handseife, 30 Gramm. Oh, die riecht wirklich, und die riecht richtig gut. Ich kann euch aber nicht sagen, na was. Bin schwer in Düfte beschreiben. Ich glaube, das irgendwie Pink Grapefruit, Vanille und weiß ich, was da noch mit bei war. Aber die riecht sehr gut. Eignet sich auch sehr gut zum Pinselchen säubern. Ja, das ist halt wirklich eine kleine Schachtel. Man passt die ganz gut rein, die Seife. 12, ist da überhaupt was drin? Ach, ich glaube ja, ich weiß, was ich da. Ah, genau. Habe ich reingepackt von dem. Ich habe noch einen Adventskalender von YBPN Unbox. Gab 2 und einen habe ich. Ich weiß bloß noch nicht, ob das Video nach dem hier hochgeladen wird oder davor. Da war nämlich enthalten einmal Easy Peeling, ein Peeling-Tuch. Genau, das ist ein Peeling-Tuch, ne? Zum. Könnt ihr hier sehen, Toilette, steht hier wirklich oben, eine Toilette ist hier drin, halt ein Tuch. Und ein Self-Tanning für All Skin Natural and Fast Bronzing, das war auch in den YBPN Adventskalender drin. Dieses Self-Tanning-Tuch, ne? Da könnt ihr dann nämlich, dann kann man das so machen, man soll ja sowieso, bevor man sich selbst einen Selbstfreuner benutzt, die Haut abpeelen, pflegen, abduschen, peelen, ne? Und dann kann man sich ja mit dem Selbstbräunertuch damit so ein bisschen, ja, ne? Halt sich einbräunen, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt. Ich weiß bloß nicht, ist das jetzt für den Körper, das ganze Tuch? Steht hier nicht oben. Ja, hier steht, kann man, für, ja, steht hier nicht oben, aber ich denke, das ist für den ganzen Körper gedacht, Leute. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber ich dachte, ich packe das zusammen mit rein, weil das passt dann ganz gut, ne? Wenn man sich vorher dann ein bisschen abhielt. So, in der 13, da habe ich, ja, von Lacombe den
Le Crayon, Karl, Kohl, Kajal mit reingepackt, ne? Die Farbe 01 nur, ist es einfach nur schwarz. So, ne? Genau. Von Lacombe. Der war übrigens der Kajalstift. Der war übrigens, genau. Der war nämlich auch hier drin, in dem L'Oreal-Kalender. Das habe ich auch drin gelassen. So, dadurch, dass es hier so durch die Box, das zeige ich euch gleich, ich lasse das jetzt erstmal draußen. Ne? Das muss ich nachher dann in Ruhe reinquetschen. Ihr seht, wie das hier so, ja, ich musste das aber da rein. Das musste irgendwie rein, Leute. Weil ich wollte, dass das da, weil das passt so schön in den Kalender mit rein. Ich zeige euch dann, was es ist. Habe ich hier von Comme Deux ein Lippenöl. Ein Lippenöl. Brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt, weil Lippenpflegeprodukte habe ich mehr wie genug. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. So sieht das aus, ne? Es ist ein rotes Lippenpflegeöl. Das war mal in einer Pinkbox oder in der Goodiebox. Ich weiß das nicht so genau. Ja. Oh, ist doch fest zu. So ein, zeig euch das mal, ne? So ein, ja, bisschen transparent rot. Und das riecht nach nichts. Es hat einen neutralen. Sieht ganz so angehört. Sorry, ich war's nicht. Es hat so einen neutralen roten Ton, so ein bisschen, ne? Mensch, siehst du, ich habe gar nicht gesagt, Halbzeit. Halbzeit. 10 Tage bis Heiligabend bei dem. Ja, das lasse ich auch erstmal. Das muss ich dann nochmal reinquetschen. Denn hier seht ihr, ne? Ja, aber es ist ganz geblieben. Ich habe versucht, dass es ganz bleibt. In der 15. Oh, ist aber auch recht ausgefüllt. Genau, das musste ich auch so ein bisschen quetschen. Habe ich von Tete Sept mit reingepackt. Fest der Sinne, Wintermärchen, winterliches Pflegebad mit natürlichen Extrakten. Granatapfel, Nelke mit Glitzereffekt. Ich sag euch, das riecht richtig gut. Na, könnt ihr auch schön baden gehen. Reicht für eine Anwendung. 60 Gramm. Ein Badesalz für eine bezaubernde Winterzeit. Ja, ne? In der 16, die ich so hier seht, ne? Guckt mal, was ich da reingepackt habe. Weil die waren nämlich in den YBBN Adventskalender. Kann ich euch mal hier oben durchlaufen lassen, wenn ich den nicht schon vorher durchgelaufen lassen habe, muss ich mal gucken. Und zwar diese drei Barbo-Ampullen, ne? Ja, weil ich weiß, in dem Brigitte Box Adventskalender, den ich mir noch bestellen werde, und der ist ja jetzt im Angebot gewesen, ist noch im Angebot. Ja, muss ich noch bestellen. Ich weiß nicht, ob der denn noch im Angebot ist, der Brigitte Boxer, für 10 Euro weniger, wenn das Video schon hochgeladen ist. Weiß ich nicht, müsst ihr mal gucken. Will ich mir auf jeden Fall bestellen. Und da sind die auch drin. Und dann dachte ich so, na, dann brauche ich die nicht nochmal. Und dann packe ich die hier rein. Die wollte ich unbedingt hier reinpacken. Und dann musste ich das hier halt so quetschen. Ne? Habt ihr drei Ampullen drin? Ich denke mal, so wie die ja so abgebildet sind, werden die drin sein. Einmal für Widerstandskraft, Ausstrahlung, Ausstrahlung und Feuchtigkeit und eine für sofortige Glätte. Was habe ich denn da überhaupt reingepackt? Ah ja, in der 17 habe ich einmal diesen Nagelfeilenblock, ne, für Step 1, für einmal Step 1, Step 2, Step 3, der war in dem anderen YBBN Adventskalender und einmal ein Nail Repair Light and White Microcell 2000. Ne? Das ist so ein Nagelhärter. Kräftige Nägel soll man in 4 bis 6 Wochen haben, steht hier oben. Ja, den hatte ich mir mal gekauft. Aber ich weiß ja, dass in dem Brigitte Box Adventskalender auch ein Nagelhärter drin ist. Und dann dachte ich so, dann gebe ich den hier ab, den ich mir selber mal gekauft habe. Und dann packe ich den zusammen mit dem Bufferblock hier rein. Ne? Genau. Aber ich werde mal nochmal versuchen, Nagelhärter zu benutzen. Aber bei meiner Arbeit bringt das nichts. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Weil wenn ich zum Beispiel am Wäscheband stehe und die Wäsche vom Band sortiere und das Band ist so aus Gummi, dann bekomme und dann ditsche ich immer mit dem Nagel so auf dieses Gummiband und dann bekomme ich immer so schwarze Streifen auf den Nägeln.
Und wenn ich das nach 2 Tagen, so Nagelhärte, da lässt man, glaube ich, immer 2 Tage oben und alle 2 Tage soll man den ausbessern. Habe ich das schon mal gehabt? Hat sich denn der schwarze Streifen, ja, durch die Nagelhaut gefressen? Ne? Das war dann natürlich, ich meine, es war nicht entzündet oder so, aber das ist dann natürlich nicht so schön und man muss es nicht drauf anlegen. Ja, ich probiere es nochmal, ob ich es nochmal hinkriege. Gut, in der 18, ja, das ist so, ne? Ist komisch manchmal, aber ja. In der 18, habe ich von Yves Saint Laurent diesen Touch Eclat. Das ist ein Concealer, ne? Ja, sowas Gutes, es ist nämlich die Farbe 2, könnt ihr sehen, ne? Sowas Gutes gebe ich weg, weil ich habe mich im Internet damit befasst und mich belesen. Der deckt so Augenschatten, Augenringe ab, ne? Macht einen frischeren, also sie, ja, ich zeige euch das mal, der sieht auch richtig gold aus, er ist so schön, ne? Und dann kann man hier, denke mal hier so, das drücken oder drehen, ich weiß es nicht, ich will es jetzt nicht probieren. Und wenn, weil ich dachte, wenn ich den jetzt raus. schmantet und dann dachte ich so, dann kannst du den nicht weitergeben. Das funktioniert nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man das drücken oder drehen muss. Keine Ahnung. Ich will das nicht ausprobieren. Und ja, ne? Und dann dachte ich so, nee, bevor der nachher schlecht wird, schade wird, so ein teures Produkt, gibst du den weiter für jemand anderes, der den vielleicht denn gebrauchen kann. Und der war auch hier in dem Kalender mit drin. Ja. Das habe ich hier mit drin gelassen, ne? Genau. Ich habe mich gerade geguckt. Von Biotherm Live Plankton Mask. Es ist eine Maske. Und zwar habe ich mich auch belesen, weil hier steht irgendwie nichts so richtig oben, wofür die gut sein soll. Hier steht auf Englisch, ja, das steht hier oben. Aber das ist auch so eine Maske. Ist hier auch in so einem kleinen Glas. Das ist ein Glasflakon. Nee, nicht Flakon, Tiegel. 15 Milliliter, das ist eine recht große, ne? Genau. Ich liebe die Produkte von Biotherm. Ich hatte da jetzt immer dieses Elixier gehabt. Wirklich gut. Aber diese Maske hier ist dafür da, um die Haut zu beruhigen, um Rötungen, ne? So wie bei dem Kiehl's-Dings, ne? Da, um Rötungen zu mildern. Und wie gesagt, das habe ich ja nicht, ne? Und deswegen dachte ich so, okay. Dann lasse ich die hier mit drinne, weil das Produkt war nämlich, nur sage mal, das habe ich doch gerade, ja, so lang rein. Das Produkt habe ich nämlich, genau, das war nämlich auch hier mit in dem Kalender enthalten. Ja, das gebe ich auch aus dem Kalender, lasse ich das hier mit drinne. Die ist aber auch heute wieder, wa? In der 20 kommen wir zum Zweierbereich. Ja, da habe ich leider, ne, habe ich eine Parfümprobe. Aber es ist natürlich Laura Biagiotti. So, ne? Genau. Die war, glaube ich, habe ich die? Ne, die war nicht von dem Kalender hier. Ne, die war hier nicht von dem Kalender. Von Laura, das ist nicht mein Duft. Und ich, Topnote. Mit Bergamotte, Middle Note, mit Rose Lily of the Valley und Tridow Notes mit Vanilla, Musk, Tonka. Na, hier seht ihr, da sind die ganzen Noten, nach was es riechen soll, aufgebildet sein, abgebildet sein. Aber irgendwie, obwohl ich Vanille mag, aber so blumig, aber ich weiß nicht, irgendwie, der Duft hat mir nicht gefallen. Da dachte ich so, okay, dann packe ich das halt hier so mit in den Kalender. Dann kommen wir auch schon zur 21. Und die ist aber schwer. Ach ja, habe ich reingepackt eine Tuchmaske von Garnier Hydrobomb. Ne? Genau. Was soll die machen? Traubenkernextrakt, Hyaluronsäure. Erste Anzeichen der Haut. Erste Anzeichen, genau, die ist gegen erste Anzeichen der Hautalterung. Habt ihr hier von Garnier eine Maske? Ja, ihr seht, es ist wieder abwechslungsreich. Ne? Also ich habe Pflegeprodukte wie Schminki-Produkte und das ist alles natürlich überwiegend Markenprodukte. Man hat hier natürlich auch so ein bisschen No-Name-Produkte. Ne? Ja, aber halt wenig, habt ihr ja gesehen. In der 22
Habe ich ein Produkt gelassen? Biotherm Life Plankton, das ist einfach nur eine glättende, pflegende Bodylotion, die nach nichts riecht, Leute. Ja, das soll halt die Haut. Pflegende Bodylotion mit Life Plankton, die Hautqualität wird verbessert, die Haut ist straffer, weicher, mit Feuchtigkeit versorgt und die Hautschutzbarriere kann repariert werden. Genau, so eine ist es, die nach nichts riecht. Dachte ich, ach nee, ich habe straffe Haut, brauche ich nicht. Ich brauche außerdem Körperlotion, die mir Feuchtigkeit spendet. Deswegen dachte ich so, nee. Also das ist kein Kalender für junge Mädels, ne? Das ist schon ein Kalender für, ich sage mal, für etwas ältere Damen. Ich, so sagen wir mal, vielleicht so ab 25, ab 30. Ich glaube, das werde ich dann auch bei eBay nochmal vermerken, dass es kein Kalender für junge Mädchen ist, ne? Genau, das ist halt für Frauen ein Kalender. So, und das war wirklich hier mit drinne und auch in der 22. Ja, passt, ne? Ich gucke nochmal. Genau, ich zeige euch das mal. Ich kann euch den Beweis ja mal zeigen. Guckt mal, das war wirklich in der 22 drin. Und da dachte ich so, dann lasse ich das doch hier drin. Ja, passt doch ganz gut. Ich durfte natürlich hier genau nicht fehlen. Invisible Bobbles. Aber hier waren keine drin bei dem. Nee, der ist nicht aus dem L'Oreal-Kalender. Aber fragt mich jetzt nicht, wo ich die her habe. Die Invisible Bobbles. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube auch aus dem YBBN-Adventskalender. Und da sind drei Stück drinne, ne? Ah, seht ihr so? Und ihr seht, die haben in drinne einen rosanen, nee, einen silbernen Glitzerstreifen drinne. Und von außen sind die so zart rosa, ne? Dachte ich so, das bleibt das hier drin. Ich meine, wenn jetzt jemand Älteres den Kalender hat und der jetzt ja, jetzt sich vielleicht sagt, ich muss mir das nachher nochmal reinquetschen hier und sich sagt, ist nicht meine Farbe oder ist nicht mein Ding, naja, dann gibt man das an die Enkelin oder was weiß ich, an die Tochter weiter, ne, weil keine Ahnung, irgendeiner wird schon Verwendung dafür finden. Jetzt kommen wir zu Heiligabend. Heiligabend, genau. Original befüllt, noch so wie ich den Kalender befüllt habe, zeige ich euch auch nochmal als Beweis. Von Lacombe, erstmal zeige ich euch, was noch rein zwei Produkte sind drin. Ich dachte, das passt so schön, ne, zu der Goldverpackung. Einmal diese Ohrsteckerchen hier in Gold, ne, ich dachte, das passt so schön zu Heiligabend. Einmal die Ohrstecker in Gold, die waren in dem Schmuck-Adventskalender drin. Es ist natürlich kein echtes Gold. Das ist ja nur so Modeschmuck, ne? In dem Six-Schmuck-Adventskalender. Und in der, ist hier jetzt mit drin ein Mascara, Hypnose-Mascara. Farbe 01, nur Hypnotic, ne? Genau. Schon das Packaging ist toll. Ich zeige euch mal, wie er aussieht. So sieht er aus, ne? Also der hat, die Form ist schon toll. Ich mache den auch mal auf und das ist natürlich ein schlichter schwarzer Mascara, ne? So. Also der Geruch ist ja, ist das ein Kunst, ist glaube ich ein kurzes Kunstharbürstchen, ne? Ja, was soll der machen? Custom Wear Volumen Mascara. Volumen Mascara nach Mars steht hier oben, ein Volumen Mascara. Ja, ihr denkt euch jetzt bestimmt auch, warum ich, nee Leute, ich habe genug Mascaren, ich habe preisgünstige Mascaren und die sind genauso gut und ich habe Haufen angefangene Mascaren. In dem Kalender war auch ein Giorgio Armani Mascara drin, in der Mini-Größe, den habe ich für mich behalten, habe ich auch schon ausgetestet, der ist gut, ja, der ist okay. Aber bei dem dachte ich so, das ist ein Originalprodukt, ist eine Originalgröße. Was kostet Lacombe Mascara, kosten die so, die kosten doch auch Haufen Geld, ne? Und dann habe ich mir so gedacht, so, nee, das wird schlecht bei mir, das trocknet bei mir aus, wie auch immer. Und deswegen so ein teures Produkt behalte ich nicht für mich, ne? Ich hoffe, ihr versteht mich. Und es war, zeige ich euch, original gefüllt in dem Kalender, hier nochmal der Beweis.
auch in der 24 drin. Und ihr seht, Originalgröße steht da. Ja, habe ich drin gelassen. Ne? Ja, wie gesagt, sollte euch der Kalender gefallen bei eBay, für 1 Euro Startangebot, nur 7 Tage. Ich bin bei eBay unter DH-114, weil ich kann euch unten in die Infobox auch einen Link packen, wo ihr direkt auf den Kalender kommt, aber der funktioniert nicht immer. Ich weiß es nicht, Leute. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Und deswegen schreibe ich halt meinen Namen dazu, wo ihr mich denn findet bei eBay. Gebt ihr einfach in der eBay-Suche ein meinen Namen, ne? Und dann findet ihr den. Genau, ich werde auch nochmal in der Überschrift neben den Thumbnail dann meinen eBay-Namen dazu schreiben. Ne? Und dann kommt, müsst ihr halt da gucken. Ne? Genau. Ja, ihr Lieben, das war's wieder von mir. Das war noch ein selbstbefüllter Adventskalender. Hat dir dieses Video gefallen oder das, was ich so reingemacht habe, gefallen? Kannst du mir sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ne? Zum Schluss seht ihr hier meine Playlist, die Kalender, die ich bis jetzt bei eBay reingestellt habe. Ne? Dann seht ihr hier die Playlist von meinen ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier seht ihr mein aktuellst Upload und hier seht ihr meinen Kanal. Den dürft ihr völlig kostenlos abonnieren, wenn ihr wollt. Da freue ich mich sehr drüber. Genau. Und ich bin ja jetzt bei über 600. Ne? Freue ich mich sehr, dass ich das ja endlich geschafft habe. Ne? Ja, und ich sage jetzt Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.